Da pennt das Vieh einfach ein. Aufwachen! Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Pokepark Wii! Für die Nintendo Wii immer noch. Für den 3DS wäre auch irgendwo Schwachsinn, ne? Mit dem Namen. Hab die Videodatei gecheckt, alles in Ordnung. Meine Vermutung war wohl richtig, weshalb es in der ersten Folge so Videoprobleme gab. Entschuldigung. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns endlich mal auf den Weg zu diesem blöden Bisaflor. Und schauen mal, was es damit jetzt genau eigentlich auf sich hat. Würde ich mal behaupten. Ich gehe mal davon aus, da muss ich da unten lang. Und das ist so ziemlich der einzige Weg, bei dem ich noch nicht war. Oh, hey. Was machst du denn hier? Hello. Lieber Onkel. Oh, was ist? Ich wollte so Bisaflor durchlassen, sagst du? Niemals. Gesetz ist Gesetz. Dieses Tor muss durchgehend geschlossen bleiben. Das gilt ganz besonders für zwillige Gestalten wie dich. Sei denn, ich habe gerade wieder etwas Platz im Magen. Bring mir 200 Beeren und ich öffne das Tor für dich. Oh, du hast 200 Beeren dabei. Justus, dann greif ich mal ganz ungeniert zu. Ii, was sagst du da? Du bist ein Freund von Antimio, die vorhin entführt wurde? Da bist du also gekommen, um deine Freundin zu befreien. Oh, was für eine selbstlose Tat. Na gut, komm mal also zurück. Hier hast du 170 deiner Beeren. Na dann, also überrasch dich jetzt, oder? Ah, was, bedanke dich doch nicht. Hätte ich 200 Beeren gegessen, hätten sie mir nur schwer im Magen gelegen. So, jetzt öffne ich das Tor für dich. Okay. Yes. Bis später, sag's keinem weiter, aber ich stehe voll hinter dir. Und als Dank für all die Beeren verrate ich dir einen kleinen Trick, der dir im Kampf helfen könnte. Wenn du deinem Gegner direkt gegenüber stehst, kannst du seinen Angriff blitzschnell nach links oder rechts ausweichen. Na, wusstest du das schon? Nein. Ach so, aber ich kann ausweichen. Wenn ich Double Tappe. Ich verstehe. Ich kann aber auch nicht mit dir kämpfen oder so. Durch das Tor gehen, bitte. Ich bitte darum. Diese Ladescreens. Oh, diese Musik. Oh yeah. Ah, es war tatsächlich ein Bisaflor. Okay. Was ist denn da links? Ach, das ist Endivia. Gibt es hier sonst noch was Interessantes, bevor ich hier mich direkt zu Bisaflor auf... Ja, okay, gut. Pikachu, du bist wirklich gekommen. Was willst du von mir? Wie, seid ihr mir wieder freilassen? Bist du also hier, um deine Freunde zu retten? Ah, es ist also nur sie, okay. Na, hör mir mal gut zu. Ihr wart diejenigen, die zuerst gegen die Regeln verstoßen haben. Wenn ich jetzt kein Exempel statuiere, nehmen sich die anderen noch ein Beispiel an euch und verbreiten ihr Chaos. Voll das übelste Chaos. Wenn du Eevee unbedingt zurückhaben willst, musst du zuerst den Wettstreit gegen die Aufseher dieser Zone, Klipunkel und Habitat gewinnen. Dann reden wir weiter. Na gut. Okay, von mir aus. Dann machen wir jetzt halt Glibunkel und Habitak fertig. Gott, was ein Stress! Yes, bitte. Yes, please. Haters gonna hate, ja. Okay. Okay, hey Glibunkel. Onkel. Wie, Bisaflor möchte, dass du gegen mich zum Kampf antrittst? Dann habe ich wohl keine Wahl. Oh, dieser Schurke, dieser Spalter. Mann, bin ich verwegen. Okay. Alles klar, das ist Krachen, ringfrei. Kann ich ja gleich mal meine neuen Ausweichskills ausprobieren. For Rizzle mit den Skizzles. Ah, ich verstehe. Das ist ja cool. Vor allen Dingen praktisch. Bam! Bam! Yay, it's dead. Oh no, it isn't. Und das, wo ich dir noch die Beeren zurück und sogar noch einen Tipp gegeben hatte. Da ist ein bisschen Rücksicht doch wirklich nicht zu viel verlangt. Was, das war eben nur die Hälfte deiner wahren Stärke? Gott, das ging jetzt mir nach Dragon Ball. Gott, vielleicht sogar jedes Pokémon zurück, das nach einem starken Gegner für sich suchte. Yayse. Sichlor ist wettstreitbereit. Okay. Na gut. Ich find's schön, wie die Musik so ein bisschen dynamisch ist. Das gefällt mir. Finde ich gut. Sowas mag ich immer. Aber ich mach dir eh immer Musik an. Das kennt man ja mittlerweile schon von mir. Das ist ja jetzt nichts Neues. Okay. Ja, Loturzel ist klar. Du mich auch. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Habitak und dann um Sichlor, würde ich sagen.
Ich frage mich sowieso, wo Sichler hin ist. War doch gerade noch hier. Was ist dieser blaue Wesen aus deinem Wettschreit, wenn du ausdrückst? Ah, das sehe ich als Beweis, jetzt vertrauen sie mich an. Also, wie sieht's aus? Willst du dich an der Turnübung versuchen? Ja, klar. Alles klar, auf in den Kampf. Kampf? Wenn du dich unter Zeitdruck bis zu deinem Gegner durchschlagen musst. Arbeite dich mit deinem Gegner vor, lass dich nicht entmutigen, sondern kämpfe bis zum Ende. Okay. Ich muss nur die 3 Sprünge machen? Na gut. Hep. 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 Das war total schwer. Ich fühle mich plötzlich so klein. Du bist auch klein. Ich habe dieser Vertrauen mich enttäuscht. Aber nach dieser Niederlage können wir eigentlich auch gleich Freunde werden. Okay, ja, das ist, ne? Na gut. So, Sichlor. Sichlor? Wo ist denn Sichlor jetzt hin? Wie kann man Sichlor überhaupt übersehen? Das Ding muss riesengroß sein. Hm. Sichlor! Wo bist du, du Arschgesicht? Ich mach dich kaputt. Und dann hast du Gicht. Was? Mal seriously. Sichlor, wo bist du? Bidifas, was hast du mit diesem Panflamm vor? Das ist die wichtigere Frage. Hä? Das war doch bei der Turnübung gestanden. Erst. Also, als die Zwischensequenz lief. Wo ist das Ding denn jetzt hin? Sichlor, please. Where are you? Vielleicht ist es abgewandert nach da drüben oder so. Mal gucken. Wie gesagt, eigentlich dürfte es ja nicht zu übersehen sein. Oder vielleicht doch. Oh, what? Hä? Wo ist das Ding? Das Menki. Ich meine, Sichlor ist ziemlich grün, von daher ist es schon gut getarnt, aber meine Herren. Ah, ich sehe es. Da unten ist es. Aha. Aha. Und ich glaube, da war noch ein anderes Pokémon. Na, komm mal her, du. Denn Divi muss mal wieder warten. Das arme Ding. Na gut. Okay. Ach ja, Tatsache. Da ist noch ein, Namen merken. Fulipurba! Oh, du hast aber viele Freunde. Da kriege ich gleich Lust drauf, mit dir fangen zu spielen. Das ist echt groß, wow. Gut, dann fangen wir gleich an. Ich laufe davon, du fängst mich. Ja, so funktioniert Fangen. Das hast du gut erkannt. Oh Gott, und es ist schnell, meine Herren. But I got this. I got this. Yes, es ist echt verdammt schnell. Nein, Bidifas, du bist im Weg. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, okay, okay. Ich muss ihm nur den Weg abschneiden. So close. Komm schon. Gott, das ist schneller als ich. What the fuck? Nein, nicht dahin langrennen. Das ist gemein. Das ist gegen die Regeln. Das ist gegen meine selbst auferlegten Regeln. Oder so. Okay. Du kannst nicht mehr entkommen. Nein, ich hab's verkackt. No. Verdammt. Meine Herren. Okay. Nee, nee, nee. Nicht, wenn ich stärker geworden bin. Das kannst du voll vergessen. Das machen wir jetzt gleich. Das tragen wir hier und jetzt aus, Fulipurba. Blödes Ding. Zu groß geratenes Ding. Okay, ich muss das einfach nur geschickt angehen, dann passt das schon. Diese Loturzel hier über den Weg, ne?
So. Okay. So. Ah! Da hinten dreht's ab. Das ist ein Mistvieh. Du bist wirklich wesentlich schneller als ich, meine Herren. Was? Du kannst doch jetzt nicht einfach da hinten abdrehen. Ah, verdammt. Also ich kann die so ein bisschen steuern, aber nicht richtig. Kamera. Kamera? Kamera, ich sehe nix. Das ist nicht cool. Ich kann die Kamera auch nicht drehen gerade. Das finde ich jetzt... Oh, nee, ich hab's nicht erwischt. Ich hab irgendwas anderes erwischt. Okay. Gut. Ich schieb's auf die Kamera. Komm schon. Ich krieg ich schon noch. Ja, ich lass das nicht auf mir sitzen. Und? So. Pass auf, wie wir das jetzt machen. Erstmal da vorne den Weg abschneiden, um ein bisschen näher ranzukommen. Oh, so close. So close. So, und dann hier den Weg abschneiden. Ah, es dreht um, blödes Vieh. Nein. Ah. Ach, komm schon. So ein Schlanz. Nein, warum rennst du da hinten jetzt hin? Mein Plan geht nicht auf. Verdammt. Verdammt, mein Plan. Ah, komm schon. Ja, ja, ja. Nein. Nein. Aha. Bams. Voll verarscht. Eieieiei. Du hast mich erwischt. Es hat Spaß gemacht, mit dir fangen zu spielen. Machen wir das mal wieder, ja? Lass uns Freunde werden. Nein, das machen wir nie wieder. Polyfurbar, wollte ich sagen. Polyfurbar. Gott, was ein Aufwand. Hey, sich lol. Warum dieses Glitzergeräusch? Hey. Hey, ich bin auf der Suche nach einem starken Gegner. Klar, damit meine ich zum Beispiel jemanden wie dich. Wie ist mit einem Kampf? Na klar. Was glitzert hier so? Kann ich ihn auch einfach ins Wasser feuern? Wow. Boink. Wow. Boink. Kaboom. Du bist wirklich gut. Lass mich dein Freund werden. Ach, ich meine, mit dir habe ich schon lange gesucht. Suchst du nach starken Pokémon? Versuch's mal in der Steinzone. Jeise. Ja, prima. Okay. Das fehlt immer noch. Aber wir haben hier schon einiges voll gemacht jetzt, meine Herren. Na gut. Ich weiß nur gern, was das für ein Geräusch ist. Jetzt hat's Bling gemacht. Komisches Geräusch. Gibt's bestimmt irgendwas auszubuddeln oder so, was ich noch nicht machen kann. Huch, Entschuldigung. Ja, ist klar. Oh, Entschuldigung. Ich muss hier mal durch. Na gut, dann gehen wir jetzt nochmal zu Visaflor. Und schauen mal. Ne? Meine Nerven, ey. Dieses Folipurba. Hat mich jetzt etwas Nerven gekostet. Na gut, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt endlich Endivi retten können oder nicht. Oder ob ich noch irgendjemandem anderen aufs Maul geben muss. Ja, mach deine Stretch-Übungen. Das wirst du jetzt brauchen. Hello.
Dieser Flur. Oh. Dieser Flur. Was sagst du da? Du hast Klibunkel und Habitak im Wettstreit besiegt? Ah, na gut, versprochen ist versprochen, aber sei gewarnt. Ich will dich nie wieder dabei erwischen, wie du an einem Spiel teilnimmst. Nein, Moment mal, das ist einfach nicht richtig. Die Pokémon hier brennen richtig darauf, an den Spiel teilzunehmen zu dürfen. Und wofür ist überhaupt dieses viel zu strenge Gesetz gut, dass keiner die Grünzone verlassen darf? Warum kannst du uns nicht einfach unseren Spaß gönnen? Echt mal. Nicht in diesem Ton, bitte. Okay, warum kannst du uns nicht unseren Spaß gönnen? Ich werde dir sagen, warum ich nicht, euch nicht erlaube, an meinem Spiel teilzunehmen oder die anderen Zonen zu betreten. Weil es zu gefährlich ist, deshalb. Bleibt also gefälligst hier und haltet euch an meine Regeln. Ich hab diesen Typen langsam satt. Los, Pikachu, zeigen wir ihm, dass wir zusammen jedes Spiel meistern und dabei ohne Ende Spaß haben können. Okay. So, du möchtest dich also an einem Spiel versuchen. Das könnte interessant werden. Wenn du den Gianhop meisterst, ändere ich die Regel dieser Zone. Wenn du es schaffst, hebe ich das Spielverbot auf und gebe den Weg zum Treffpunkt wieder frei. Möchtest du für 5 Bären am Lianhop teilnehmen? Ja, klar. In Ordnung, dann möge der Lianhop beginnen. Oh yeah. Okay. Schaukle an der Liane und springe so weit du kannst, um die Korde zu knacken. Halte die Wii-Fernbedienung aufrecht und schwinge sie wie abgebildet. Okay. Gewinne an Fahrt, indem du deine Bewegungen an die der Liane anpasst. Wenn du an Fahrt gewonnen hast, kannst du abspringen. Drücke wie abgebildet zum richtigen Zeitpunkt B. Springe ab, bevor die Zeit abläuft. Versuche so weit wie möglich zu fliegen. Favoriten: Ambidiffel, Mankey, Panflam. Mhm. Nein. Wir nehmen fucking Carpador. Okay. 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 Gut. Und hep. Hep. Ich habe ein bisschen wenig Platz dafür. Moment. So ist besser, wenn ich die Remote von mir weghalte. Dann geht das viel besser. Okay. Carpator Gottes. Okay. Okay, einmal noch. Und oh, 40 Meter. Immerhin die Bonusleistung. Yay. Okay, nein, ich will ein anderes Pokémon, um Himmels Willen. schön, okay. Anderes Pokémon hier. Danke. Wir machen das natürlich mit Pikachu. Stil echt. Auch wenn Carpador wirklich eine gute Leistung abgeliefert hat. Okay. Gut, das war der Bonus-Schwinger. Schauen wir doch mal. Yeses, Pikachu schwingt aber wirklich wesentlich weiter. Kann ich eigentlich noch mehr Speed aufbauen? Sieht gar nicht danach aus. Na, probieren wir es doch mal. Oh yeah! Oh, komm schon! Ich hab zu spät gedrückt, glaube ich. Na, immerhin die Bonusleistung. Aber ich hab's Gefühl, dass das haut mit Pikachu auch hin. Die 3 Meter kriege ich noch weg. Das ist kein Problem. Okay, I got this. Eigentlich komisch, dass man so viel Zeit hat, wirklich. So, am tiefsten Punkt soll ich drücken. Ach, komm schon. Schon wieder nur 47 Meter? Ja, fast 48, aber trotzdem. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Okay. Vielleicht schwinge ich einfach noch ein bisschen länger. Vielleicht passiert hier doch ein bisschen mehr dadurch. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Na gut. Oh, komm schon. Hm.
Na gut, dann nehmen wir halt ein anderes Pokémon, Mensch. Ja. nehmen wir Panflam. Komm. Yay, yay, hooray. Okay. Das sollte jetzt gut funktionieren. Das ist immerhin ein Affe, meine Herren. Und da unten freut sich Pikachu total. Okay. Jawohl. So. Gut. Und jetzt. Wow. Okay. Funktionierte doch wesentlich besser, ja. Und Bisaflor freut sich total, dass es verloren hat. Warum? Naja. Yay. Wow. Mehr Bären. Party. Konfetti. Silvester. Purzelbäume. Diese Tanzeinlage. Unglaublich, du hast tatsächlich den Indianer abgemeistert. Dann halte ich mein Versprechen. Darfst du jederzeit an meinem Spiel teilnehmen. Ich lasse dich jetzt das Tor zum Treffpunkt öffnen. Nun komm schon, Bisaflor. Wovor hast du eigentlich Angst? Die Pokémon der Grünzone sind nicht so schwach, dass du solche Angst um sie haben musst. Hast du nicht die strahlenden Gesichter von Pikachu und seinen Freunden gesehen? Du selbst hattest doch auch jede Menge Spaß dabei, oder? Tief in dir drin weißt du, dass ich recht habe, nicht? Du legst dich auf ganz dünnem Eis, Freundchen. Aber du hast ja recht. Ich völlig furchtlos in mein Spiel gestürzt und dabei sogar noch unentwegt gelacht. Ja, euer Mut hat mir bewiesen, dass ich euch vertrauen kann. Ich werde, wie versprochen, das Tor zum Treffpunkt öffnen lassen und mein Spiel für die Öffentlichkeit freigeben. Und das ist für dich, Pikachu. Das ist der Beweis dafür, dass du den Lianhop gemeistert hast. Nice. Sehr gut. Nummer 2 von, wie viel waren es? 13? Und nun hör mir zu, Pikachu. Ich habe das Tor zum Treffpunkt nicht einfach grundlos geschlossen. Kennst du Empoleon, den Meister der Strand-Eiszone, und Logok, den Meister der Höhen-Magma-Zone? Wir haben uns gestritten, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft des Poképarks hatten. Ich schloss das Tor nur, um die Grünzone vor ihnen zu schützen. Nun möchte ich mich wieder mit den beiden versöhnen. Bitte übergib dich in die Zone, über die Empoleon und Logok wachen, und setz sie darüber in Kenntnis. Hilf mir dabei, den Poképark wieder zu vereinen. Wahnsinn, Pikachu, das ist eine echt wichtige Aufgabe. Das wird ein richtiges Abenteuer. Dann wollen wir doch mal sehen. Was hat's wohl mit diesem berühmt-berüchtigten Treffpunkt auf sich? Findest ihn, wenn du diesen Ort verlässt und dich dann links hältst. Ich sehe mich dort schon mal um. Ah, nein, nein, kein Grund zur Eile, Pikachu. Nutze ruhig die Gelegenheit, um hier in der Grünzone noch ein paar Freundschaften zu schließen. Ja. Nice. Was mich die wahre Bedeutung des Wortes Mut gelehrt. Du bist hier jederzeit willkommen. Bitte vergiss nicht, dem Polion meine Nachricht zu überbringen. Na gut, keine Freundschaft mit Bisaflor aktuell. Vielleicht müsste ich das Spiel auch einfach dann nochmal spielen. Keine Ahnung, fände ich ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht. Man weiß es nicht. Gehen wir erstmal wieder. Ich habe genug von diesem blöden Lianenhop. Was? Okay. Na wunderbar. Das lief doch schon mal gar nicht so übel. Huch, was machst du denn hier? Du bist neu. Oh, du bist derjenige, der Bisaflors Herz erweicht und so für frischen Wind in der Grünzone gesorgt hat. Habe ich recht? Ich glaube echt, dass sich Bisaflor, Empoleon und Logok irgendwann wieder versöhnen werden. Das ist, willst du vielleicht mit mir kämpfen? Ja, klar. Dein Donnerblitz zeigt bei mir übrigens keine Wirkung. Schreibe dir das hinter die Ohren. Okay. Na, von mir aus, kein Problem. Ich rempel dich einfach ein paar Mal an, das passt schon. Du hast da übrigens einen Baum auf dem Rücken. Ah, Rasierblatt. Ich sehe schon, wie das hier läuft. Und bam! Oh Gott! Huch! Ah, oh, verdammt. Das war blöd. Ich bin voll reingejumpt. Okay. Du bist doch nicht bereit für mich. Natürlich bin ich bereit für dich. Komm her. Also sowas. Hey. Natürlich. Ja, das habe ich mittlerweile verstanden. Mach dich bereit. Und lass das arme Griffel in Ruhe, meine Herren. Okay. So. Nochmal. Und flop. Ah.
Das war ein wirklich guter Kampf. Du gefällst mir, Kleiner. Ich bin immer zur Stelle, wenn du mich, wenn du irgendwas brauchst. Bis dann. Jeise. Achso, das war das Ambidiffen. Ich dachte gerade, was ist das denn? So, was hat's jetzt eigentlich mit diesem komischen Schild hier auf sich? Hm. Da hängt ein Bild von einer Bäre, ja. Pikachu weiß selbst nicht, was er dazu sagen soll. Gut. Dann würde ich einfach mal behaupten, das war es jetzt mal von meiner Seite aus hier. Entschuldigung. Das nächste Mal, ich habe hier doch gerade, war das, ach so, das war das Habitat, okay. Was wollte ich sagen, das nächste Mal schauen wir uns dann bei diesem ominösen Treffpunkt um. Und schauen, ob was da noch so ein bisschen abgeht. Und würde sagen, so ist es erstmal von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass das bei euch so wird gefallen. Falls ihr aber dabei seid, kommt ihr gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.